Hallo, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man so eine Textur erstellen kann. Man kann sie super als Hintergrund in Webseiten oder so benutzen. Ich zeige euch das mal als Beispiel in meinem YouTube-Web-Konto, also mein Kanal. So sähe es zum Beispiel aus. Gar nicht mal so schlecht. Ne? So, ich zeige euch das, wie das funktioniert. Und das Ganze leicht mit GIMP. Wir öffnen also GIMP und natürlich auch eine neue Datei mit entsprechend eurer Desktop-Größe. Meine Desktop-Größe ist halt 1600 mal 1200. Aber egal. So, nun wählen wir eine Vordergrundfarbe. Die, ja, kann es euch überlassen. Es ist, ich zum Beispiel nehme jetzt so ein Pink hier. Okay, wir brauchen natürlich auch eine Hintergrundfarbe und mit, das sollte möglichst ein Schwarz sein. Also gibt einfach 6-mal die 0 ein. So, wir gehen auf Verlaufswerkzeug bei der Form. Wählen wir kreisförmig und machen das hier mal ein bisschen kleiner. So, und dann sehen wir das Ganze. Ach ne, wir müssen ja erstmal eine Farbwahl wählen, und zwar hier abstrakt. Ne, wir lassen es einfach so bei dieser zwei Farben. Okay, wir ziehen das, so dass wir so einen kleinen Kreis in der Mitte haben mit der Farbe. Nicht ganz so. Da müsst ihr mal gucken. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Okay, wir machen eine neue Ebene. Nehmen das Verlaufswerk, also bleiben beim Verlaufswerkzeug. Wählen hier bei der Farbverlauf Abstrakt 2 und ziehen das von hier in der Mitte, also so circa hier, bis runter. Es muss nur ein kleines Stück nach unten rausgucken, ja. So, das Ganze müsste dann ungefähr so aussehen. Boah, machen wir mal weiter. Wir gehen auf Filter und da auf Verzerren und Relief. Und jetzt machen wir hier sozusagen einen kleinen Steineffekt. So. Okay, ja, sieht man das schon. So, hier müssen wir aber Folgendes eingeben. Hier bei Azimut müssen wir 265, nee, 6, 256,76 und beim Höhenwinkel machen wir 132,35. Und ja, Tiefe 84. Und gehen auf OK. Das Ganze lädt das. So sieht das Ganze dann ungefähr aus. So, wir stellen den Ebenenmodus noch um, und zwar auf Überlagern. Das Ganze müsste dann ungefähr so aussehen. So, ich hatte gerade Stopp gemacht gehabt, weil ich habe gemerkt, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Und zwar hat mein Computer einmal wieder gesponnen und ich musste alles wieder neu machen. So, ich bin hier
So, wir müssen wirklich darauf achten, dass hier wirklich die Eingaben so sind, hier, wie ich sie hier aufgesagt habe. Ich sage sie auch gerne mal bei Azimuth 356,76, bei Höhenwinkel 132,35 und bei der Tiefe 84. Und dann auf OK gehen. So, jetzt ist es richtig. Okay, wir nehmen den Ebenenmodus wieder auf Überlagern. Das Ganze sieht dann genau so aus. So, wir machen eine neue Ebene. Bleiben weiterhin beim Verlaufswerkzeug. Nehmen hier, wir kennen hier den Unfall, dass hier oben schwarz ist. Und ja, die lassen wir erstmal so. Wir wählen hier die Farbe VG nach Transparent. Das muss möglichst die schwarze Farbe sein vorne. So, ja, Form natürlich auf Linear. So, und dann ziehen wir das. Ja, ja, das war's auf alle Fälle erstmal. Ja, danke fürs Zuschauen und ja, ciao.